Ja, ihr Lieben, wir sind unterwegs oder waren unterwegs in Maulbronn am schönen Kloster. Dort gibt es schöne kleine Lädchen mit alten Sachen, die wirklich richtig schön sind. Und Maulbronn ist halt auch für uns so ein bisschen runterkommen und zurück ins Mittelalter wieder. Ja, Maulbronn. Was soll ich euch sagen? Ich habe mich in diese Klosteranlage richtig verliebt. Es wird auch, wenn es klappt, dieses Jahr dort ein Mittelalter-Shooting noch mit mir geben. Weil ich finde diese Klosteranlage einfach so wunderschön. Sie ist wirklich wunderschön anzusehen. Sie hat ihre kleinen wunderschönen Ecken, einen wunderschönen Kreuzgang, den ich euch diesmal nicht präsentieren kann, leider. Aber es kommen noch so kleine andere. Des Weiteren ist Maulbronn für uns auch so ein bisschen runterkommen. Und wie ihr jetzt hier seht, auch das Rathaus. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich solche Sachen echt liebe. Und ich würde auch gerne, wenn es funktioniert, dann dort auch in diesem kleinen süßen Häuschen dann, was ihr gleich sehen werdet. Nämlich dort, wo auch Trauzimmer dran steht, dort den Bund der Ehe eingehen. Mal schauen, was es wird. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ja, jetzt noch ein paar Bilder von den Klosteranlagen mit Fotografie, denn nicht nur bildvideotechnisch haben wir euch was mitgebracht, sondern auch per Fotografie und auch dort viel Spaß damit und ich sag mal so, schönen Tag euch, ich wünsche euch eine schöne Woche oder je nachdem wann ihr es seht, hört. Und lasst einen Daumen da, drückt die Glocke und abonniert den Kanal bitte. Bis dann, eure Suse.